Wenn du es hasst, übergewichtig zu sein, aber du keinen Bock hast, täglich ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist das hier alles, was du wissen musst. Du brauchst eine Struktur in deinem Alltag, einen roten Faden in deiner Ernährung. Sehr viele Menschen scheitern am Heißhunger. Du sitzt abends auf der Couch und der Heißhunger kommt einfach. Aber woran liegt es? Heißhunger kommt von zwei Sachen. Das erste ist, weil du deinem Körper nicht die richtigen Nährstoffe gibst. Nicht genügend Kalorien, nicht genügend Proteine, nicht genügend Makro- und Mikronährstoffe. Du isst einfach zu wenig. Dein Körper ist im Nährstoffmangel und er kann nicht mit dir reden und deswegen schüttet er das Heißhungerhormon aus. Auf der anderen Seite hast du keine Struktur, keinen roten Faden. Du isst vielleicht mal ein paar Stunden gar nichts, weil du einen stressigen Tag hast und dann kommst du abends nach langer Arbeit mal nach Hause, gehst auf die Couch und dann kommt so der langsame Hunger und du weißt gar nicht genau, was esse ich jetzt so und greifst zu dem, was gerade so in der Nähe ist. Ob das abnehmtauglich ist oder nicht, ist in dem Moment schon fast egal. Hättest du aber einen roten Faden, eine Struktur in der Ernährung, wo du weißt, zu welcher Zeit esse ich am besten was und das bleibt immer ungefähr ähnlich, das schmeckt dir, das macht dich satt und ist auch abnehmtauglich für dich, ja, dann bekommst du auch keinen Heißhunger. Du brauchst aber die Struktur. Du musst zu den richtigen Zeiten die richtigen Sachen essen und das ist für jeden anders. Jeder hat einen anderen Alltag. Wenn du wissen willst, zu welchen Zeiten du wann essen sollst, dann schreib mir gerne DM bei Insta, dann helfe ich dir kostenlos.